Willkommen zu einer neuen Runde Timolia 101. Ja, und wir spammen uns erstmal gegenseitig mit dem Bogen, der keinen Damage macht. So 500 IQ kann man eigentlich gar nicht sein. Ja, ich wollte heute einfach mal ein Video machen, in erster Linie, warum ich in letzter Zeit so inaktiv bin und vor allen Dingen, warum sich das leider noch ein bisschen weiterziehen wird. Komm, Jungchen. Also, warum ich in letzter Zeit so inaktiv bin, es hat mehrere Gründe. Warum den holen wir? Wieder schauen und reingehauen. Zum einen bin ich im Moment, beziehungsweise war ich in der letzten Zeit relativ inaktiv, weil ich habe es geschafft, in meiner unendlichen Weisheit mir den Fuß zu brechen. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Ja, da haben sie recht. Sehr schlauer Move, das hinzubekommen, würde ich tatsächlich als Talent bezeichnen. Nice Cheat, sehe ich genauso. Ja, und dadurch, dass ich mir halt den Fuß gebrochen habe, ist halt so ein bisschen stressig, weil hier zum Arzt. By the way, morgen kommt ein richtig, richtig, richtig geiles Video mit Tim zusammen. Das solltet ihr auf keinen Fall verpassen, das ist richtig lustig. Das habe ich angefangen im Krankenhaus zu schneiden. Falls sich irgendwer im ersten Viertel denkt, what the fuck sollte das werden, wenn es fertig ist? Ich habe das geschnitten, wo ich noch auf keine Ahnung, was für Drogen die mir da gegeben haben war. Also Leute, das Video ist echt mega lustig geworden. Also auf gar keinen Fall verpassen. Also abonniert mich am besten, verpasst das nicht. Morgen 18 Uhr auf jeden Fall reinschauen, würde mich mega freuen. Und by the way, checkt auch meinen Twitch aus, twitch.tv/gamerforlife. Ist auch in der Beschreibung verlinkt. Würde mich mega freuen. Ach, Bro. Alles klar, sehe ich ganz genauso. 406 Videos. Ganz genau, so sieht's aus. Danke, hat er gerade wirklich meinen YouTube gesucht? Warte, habe ich 406 Videos? Eine Ewigkeit später. Tatsache, der hat meinen YouTuber. Geil! Der hat mich abonniert. Ha, Digga. The fuck? Okay, das fühle ich irgendwie. Digga, Ehrenmann, falls du es siehst, Digga, Kuss geht raus. So, aber der Grund, warum ich leider wahrscheinlich immer noch weiter einigermaßen inaktiv sein werde, ist ganz einfach, ich bin im Abi-Stress. Ich mache dieses Jahr Abi, was sehr schön wird, weil NRWs Kultusministerin entschieden hat, wenn letztes Jahr mit 2 Wochen weniger Unterricht normal Abi gemacht werden konnte, dann kann es dieses Jahr auch mit 6 Monaten weniger Unterricht. Ich meine, 2 Wochen sind auch gleich 6 Monate. Ja, und ja. Ja, also wie gesagt, das ist dann halt, ich bin im Moment, ich will nicht sagen, ich habe Besseres zu tun, aber ich habe Wichtigeres zu tun, sagen wir es mal so. Ey, was wird das hier? Was wird das, wenn es fertig ist? Bei uns im Stufenchat kam gerade die Nachricht, dass wir irgendwas bis Mittwoch, den 13. April schicken sollen. Schauen wir doch mal nach, was der 13. April für ein Wochentag ist. Ja, du spammst dich jetzt mit dem Bogen, der keinen Damage macht, du Retard. Frage ist, soll ich dir das jetzt dann schicken, wenn der 13. April ein Mittwoch ist? Hey Bro, wie scheiße ist denn der? Also der hat auch Ping 700.000, aber Guys! Ja, komm, das bin mir jetzt zu blöd. Nope. Ich hab, glaube ich, noch nie so einen guten MLG gesehen. Vor allem, wie kann man den auf 2,5 Blöcke verkacken? Der Typ jetzt. Ich hab by the way nachgeschaut, der Mittwoch wäre tatsächlich schon Der 13. April wäre tatsächlich schon nächstes Jahr ein Mittwoch. Ich überlege einfach, ihr nächstes Jahr zu schicken, was sie haben wollte, weil dann schicke ich es ihr am Mittwoch, den 13. April. Eigentlich, das wäre doch pfeife. Bro, nee. So nicht. The fuck? So, Guys, wir machen jetzt mal einen letzten Fight. Wie gesagt, es tut mir sehr leid, dass wenig Videos kamen in letzter Zeit und das wird sich erstmal auch noch so ein bisschen die nächsten paar Wochen überall behalten. Aber wie gesagt, Leute, schaut auf meinem Twitch vorbei. Meistens, wenn ich die Wahl habe, schmeiße ich tendenziell eher den Twitch-Stream an, wenn Tim dabei ist, als dass ich aufnehme, weil 5 Stunden lang Twitch-Stream sind 5 Stunden Arbeit, also in Anführungszeichen Arbeit natürlich für mich. Aber ein 10-Minuten-Video ist im Zweifel auch 5 Stunden Arbeit für mich. Meistens sogar noch mehr. Deswegen bin ich da tendenziell im Moment eher auf Twitch unterwegs, weil ich dann auch einfach, wenn ich irgendwie den halben Tag für mein Abi gelernt habe, dass ich dann halt einfach sage, okay, ich habe jetzt mehr Bock, einfach was zu zocken, als dass ich mich jetzt hinsetze, 30 Minuten aufnehme und das dann schneide. Das ist irgendwie, I don't know, das ist dann so eine, auch so ein bisschen so eine Frage von, habe ich da jetzt wirklich Lust drauf? Schaut euch unbedingt das Video morgen an. Es ist richtig lustig geworden. Also, es würde mich mega freuen, wenn ihr euch das Video anschaut.
einen netten Kommentar drunter schreibt, ein Like gebt. Würde mich extrem supporten. Jo Leute, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Wie gesagt, denkt an das Video morgen. Es ist richtig geil. Morgen 18 Uhr. Wenn es euch gefallen hat, dann zeigt es mir sehr gerne mit einem Like, mit einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Aktiviert die Glocke, um keins zu verpassen. Gleiches natürlich auf meinem Twitch-Account, twitch.tv/gamerforlife. Folgt mir da, aktiviert die Glocke. Ich versuche, Tim dazu zu bekommen, dass wir heute Abend direkt nochmal auf entspannt reinstreamen. Folgt mir auch auf Twitter und Instagram, da gibt es immer ein bisschen Stuff aus meinem Leben. Es würde mich extrem freuen. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ich hoffe, dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Bis dahin. Ciao.